Des Millers. Über mich ist das nicht fett, ey. Chris hat mir nach dem Spiel nur in Nuggets Hornets gesagt, dass ihm klar war, dass sie gewinnen. Zitat, wir haben sie genau da, wo wir sie haben wollten. Keine Ahnung, was ihr da gemacht habt, Chris, aber ihr habt den Schalter umgelegt und die Hornets sind wieder im Rennen, gerade noch rechtzeitig. Die Hornets gehen ganz knapp gegen die Nuggets. Wahnsinn, spielt Chris. Ja, Parker, Chris. Achso, das hatten wir schon. Tess Mellers jedenfalls. Dann, machen wir direkt wieder Spiel-Upgrades. Ja, ich muss. 443 habe ich leider nur. 443. Rebounder. Verteidiger kostet 766. Könnte ich eigentlich nur... Ja, dann spare ich Rebounder. Brauche ich immer noch nicht. Dann machen wir das letzte Spiel. Und hoffen, dass wir jetzt mal ein krasses Spiel raushauen. Ja, los geht's, würde ich sagen. Ich meine, wir wollen ja bei den New Orleans Hornets bleiben. Deswegen sollten wir jetzt mal ein paar Punkte mehr machen, ein paar Assists mehr. Also ich denke mal so an die 8 bis 10 Punkte vielleicht und so an die 5 Assists. Sollten wir da vielleicht mal rangehen. Oder wir sollten einfach mal überzeugen. Seems like we've been here before. Yes, it is Groundhog Day. And we welcome you to this presentation of the NBA on 2K Sports. Alongside Clark Kellogg and Steve Kerr, this is Kevin Harlan. We're at the Verizon Center where the Wizards will try to turn it up on their home floor. Take a look at the Hornets. They come into this one very confident. They feel like this is a game they should win against a team that struggled. We'll see if they can take care of business. Ja, dann tun wir mal fortsetzen, bis ich reinkomme. Outside Wall. There's the pass to Seraphin. And good, coming off the assist by Wall. Wall's got 5 assists in the game. They've worked hard and created great chances for themselves in this opening quarter. Well, if they can match. Oh, ich komme jetzt rein, genau, gut. Für Kemba Walker mit Henderson, Kit Gilchrist, Williams und Jefferson. Gegen John Wall erstmal. Der ist im Post schlecht. Gut zu wissen, aber ich bin auch im Post schlecht. Ohne der Zone Defense ist er schlecht. Hornets trail by 7. Jefferson a screen on Wall. Dock the pass to Jefferson. Komm, Gera. He got the shot he wanted off that pick, just couldn't get it to fall. But Steve, they'll take that play all day long, 10 times out of 10. That was good action. Also Box. Outside, Kid Gilchrist, 6 to shoot. Knocked away. Der schon holt noch das Foul. Kid Gilchrist, second overall pick back in 2012. And Clark, as you know, an NCAA champion, you saw firsthand with Kentucky. Yeah, you know, I like his disposition and I love his motor, man. Aber liegen sie 7 Punkte zurück, merke ich gerade. Scheiße, müssen wir mal anfangen zu punkten.
Reminds me a bit of a young Gerald Wallace type. And Washington making a change here. Miller's checked in. And a switch here also for Charlotte. Biombo is checked in for Al Jefferson. Also, Kid Gilchrist, den hättest du auch mal machen können. And it's Miller penetrating. Outside Wall. Ah, okay, das war mein Fehler. Foul von mir, ist klar, ja. Ich bin schon bei 10 minus. Gott sei Dank kann John Wall nicht so gute Freiwürfe. Das ist auf jeden Fall ein großes Plus für uns. Ich meine Fehler. Biombo zu mir. Dann. Sehr schön. So will ich das sehen. Aber wieso foul ich denn schon wieder? Das kann doch gar nicht sein. Und jetzt bin ich wieder draußen. Meine Fresse, geht mir das gerade voll auf den Sack. Hornets trail by 13. Wall and Beal together in the backcourt. Webster out there with Humphries. And it's Serafin in at the 5 spot. That's the group on the floor right now for Washington. The offensive rebound. Biombo. And good work on the boards. They pick up the second chance points. Boy, they keep hammering away at him inside. Forcing that ball into the paint. Smash mouth basketball. Yeah, and it's a strategy that has served them well in this opening half, Clark. And Doris Burke has a report for us from the sideline. Kevin, there's no doubting Charlotte a much improved defense last season. Coach Steve Clifford said, to take the next step, we're going to have to become more balanced. Play the same level of defense and do a better job offensively. We need more aspects to our offense. For one, consistency getting up the floor and attacking before the defense is set. Can they do it? We'll see, guys. They've added some pieces, Doris. We'll see how they do. Thanks. And Wall has some good big men to work with running that pick and roll. Nene, very mobile. Steve, a great finish. Yeah, and of course, Marcin Gortat spent a couple years. So, jetzt haben wir erstmal 4 Punkte schon mal gemacht. Very important. Wir müssen Bradley Beal verteidigen. And Beal kicks to Wall. From outside, off the mark. He hit a 3 in the first. Ah, okay, Kemba Walker, du sollst vielleicht schon eher. Pass to Don. From past the arc. Rebound Washington. Läuft noch nicht. Four rebounds now tonight. The baseline J. Offensive rebound. And here they come. Here's Doc. And it's a foul called on Doc. Nein! And that'll be his third foul so far. What a great play to sacrifice his body and take the hit. Yeah, I thought that was excellent awareness and anticipation. Alter. Es läuft alles gerade gegen mich. So eine Scheiße. Well, guys, I'm here with Al Jefferson. And Al, what's the strategy been so far defensively? And what needs to happen in the second half in that regard? Well, we just got to help. You know, we can't let everybody beat us. Everybody got to help and on the defense end and give them the key to protect the paint. Pick your poison. Can't let everybody beat you, Al. We appreciate it, guys. Thank you, Doris. Ach, komm. Ja, und dann sind wir auch schon wieder. Jetzt habt ihr leider nur die ersten beiden Viertel, quasi die erste Halbzeit des Spiels gesehen gegen die Washington Wizards. Das liegt leider daran, dass der Rest der Aufnahme irgendein Fehler unterlaufen ist mir. Bei der Aufnahme gab es ein Problem, dann gab es da so Grünstiche drin und so weiter. Also die Aufnahme war ziemlich im Arsch. Und das tut mir natürlich echt leid. Sollte natürlich auch nicht so sein. Und deswegen sind leider auch die nächsten beiden Spiele leider nicht drauf. Und auch natürlich ein GM-Gespräch. Was natürlich ziemlich blöd ist. Es tut mir wirklich leid. Ich kann so viel sagen. Ich wurde übernommen. Ich muss kurz sagen. Ich wurde für den Rest der Season
ja, wurde ich quasi aufgenommen bei den Charlotte Hornets. Ein Restjahresvertrag. Und ich habe auch schon danach einige Aufnahmesessions gemacht noch. Mache jetzt gleich auch noch eine, die auch völlig normal verlaufen sind. Da gab es keine Probleme. Die habe ich dann alle ein paar Tage später aufgenommen. Und es tut mir einfach leid, dass sie jetzt den Rest des Spiels plus noch zwei weitere Spieler plus noch das am Ende des GM-Gespräch, wo dann gesagt wurde, jo, du bist für den Rest der Season eingestellt sozusagen, unter Vertrag genommen. Es tut mir natürlich leid, dass ihr das jetzt nicht sehen konntet, aber es geht leider nicht. Dafür kommt dann demnächst dann wieder neue Parts. Ansonsten wollte ich das noch sagen, ich versuche jetzt relativ regelmäßig mir einen kleinen Mini Upload-Plan zu erstellen. Der ist natürlich nur in meinem Kopf, den könnt ihr jetzt nicht einsehen, aber ich versuche dann halt am Wochenende, versuche schon so zwei Videos am Tag schon so hochzuladen, weil das Hochladen klappt eigentlich relativ gut, weil ich habe relativ viele Videos noch in petto. Ich habe ja Assassin's Creed Brotherhood schon seit gefühlten Monaten komplett aufgenommen, nur ich komme halt nicht immer jeden Tag dazu, die online zu stellen oder hochzuladen, Hochladen auch bei mir ziemlich lange dauert. Naja, kann nichts machen. Allerdings, ich habe auch schon mit Assassin's Creed Revelations angefangen, das ist auch kein Problem. Ich habe noch ein, zwei Parts GTA 5, ja. Daran soll es nicht liegen. Ansonsten, was ich jetzt noch sagen könnte, ich weiß es nicht. Ich versuche dann auf jeden Fall am Wochenende eins bis zwei Videos, ansonsten dann am Tag dann vielleicht eins, also unter der Woche dann halt ein Video so versuchen am Tag, weil ich habe ja noch relativ krass Schule und jetzt die nächsten Wochen werden auch noch ein bisschen hart, so immer so zwei, drei, vier Klausuren pro Woche auch noch am Start. Ich nehme das jetzt gerade zwei Wochen quasi vor den Weihnachtsferien auf und das heißt, es wird da noch relativ krass. Aber gut, das soll euch jetzt nicht beirren. Und ich wünsche euch jedenfalls noch viel Spaß in eurem weiteren Leben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch, schreibt eine Bewertung, abonniert den Channel, damit ihr ein Teil meiner Community werdet. Und bis dann. Haut rein. Ciao.